Ja, herzlich willkommen, liebe Leute hier auf Pomon Gaming, zu einer weiteren Folge vorgestellt. Wir schauen uns heute mal den Airport X-Ray Simulator an. Eine Vorgestellt-Folge, auf die ich mich sehr freue, weil es einfach mal was anderes ist. Es ist ein Simulator, in dem wir Koffer kontrollieren am Flughafen. Also ohne uns geht hier kein Koffer durch. Aber das ist, finde ich, richtig gut gemacht. Lasst uns also mal reinschauen. Auf geht's. Ja, und willkommen zurück. Wir sind hier im Hauptmenü des Spiels. Ihr seht es hier unten in der am unteren Rand, verbleibende Zeit in der Demo noch 46 Minuten. Man hat insgesamt 90 Minuten Zeit, sich das Spiel anzugucken. Ich habe da schon ein bisschen mich vorbereitet, deswegen bleibt uns gar nicht mehr in Anführungsstrichen so viel, aber ich denke, in der Dreiviertelstunde kriege ich das gut erklärt. Deswegen lasse ich es jetzt auch mal nicht laufen, sondern erkläre erstmal, um was es geht und vor allem erstmal, das ist eine Demo-Version, aber am 12.12. kommt die Hauptversion raus. Also sollte euch das Ganze interessieren, dann am 12.12. markieren, da ist dieses Spiel erhältlich. Ja, worum geht's? Wir sollen letztendlich Gepäckstücke kontrollieren und müssen dann uns auch merken, was ist verboten, was muss man einfach nur konfiszieren, aber das seht ihr gleich alles. Und müssen die Koffer dann letztendlich rausjagen. Also es kommen Flüge an und gehen Flüge raus und das müssen wir alles kontrollieren. Und das ist so die grundlegende Sache. Aber ich finde es, wie gesagt, wirklich spannend gemacht. Deswegen lasst uns mal reingehen. Ich gehe jetzt hier mal auf ein neues Spiel und nicht auf Fortsetzen. Denn dann wird euch relativ gut erklärt, was ihr alles so machen sollt. Also ich habe hier so einen Namen, den nennen wir mal anders. Ich heiße ja so auf YouTube, also von daher den Namen unseres Flughafens sollen wir noch eingeben. Da würde ich mal sagen, nennen wir das einfach Parrot Airport. Da wird dann auch die Abkürzung PAI automatisch angegeben. Die Währung können wir noch festlegen, gehen wir in Euro natürlich. Und dann die Tooltips ist natürlich gerade für neue Spieler ganz interessant. Und hier könnte man zum Beispiel auch schon ganz spannend, man könnte Sprengstoffe deaktivieren. Verhindert, dass Sprengstoffe im Gepäck gefunden werden können. Warum auch immer, ist eine Sache, aber bei der anderen Geschichte finde ich jetzt spannend, verhindert, dass Erwachsenenspielzeuge im Gepäck gefunden werden. Das ist natürlich gerade, wenn eure Kinder das jetzt spielen sollten, zum Beispiel vielleicht jetzt nicht ganz so nett. Ne? Ist vielleicht auch ein bisschen das Thema bei den Sprengstoffen, aber auf jeden Fall gut, dass man an sowas denkt, dass man das deaktivieren könnte. Dann gehen wir mal auf weiter und hier sehen wir nämlich zum Beispiel auch, das hätte ich euch beim Fortsetzen gar nicht mehr zeigen können, was denn da in Zukunft alles kommt, denn die drei anderen Geschichten, die sind alle erst in Vollversion möglich. Wir spielen jetzt hier diese Fun-Modus. Hier finde regelmäßig verbotene und strafbare Gegenstände im Gepäck. In diesem Modus wirst du wahrscheinlich mehrere verbotene Gegenstände pro Flug finden. Du wirst nicht so stark bestraft, wenn du verbotene Gegenstände falsch handhabst. Denn am Ende des Tages kriegen wir auch immer so eine Zusammenfassung und dann können wir sehen, was wir da alles erreicht haben und da werden wir dann eben nicht so stark bestraft. In der Vollversion kommt aber einmal, ich fange mal rechts an, noch ein Trainingsmodus dazu, der ist ganz interessant, aber zum Beispiel auch eine Simulation, finde selten verboten und illegale Gegenstände im Gepäck. Und in diesem Monat kannst du ganze Flüge damit verbinden, nichts Verbotenes zu finden. Also das ist natürlich vielleicht auch eher so der Realismus-Modus, weil so häufig wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber alle Zollbeamten da draußen können mich gern korrigieren, wenn das nicht so ist. Und dann gibt es eben noch den fesselten Modus, finde gehäuft verbotene und illegale Gegenstände im Gepäck. Da würdest du also wahrscheinlich ein paar Verbotene pro Flug finden. Du wirst aber auch bestraft, wenn du verbotene Gegenstände falsch handhabst. Also von daher ist dann auch die Bestrafung etwas anders. Also das ist alles was ihr in der Vollversion spielen könnt. Finde ich also auch gut, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat. Gehen wir mal auf Start. Dein alter Spielstand wird überschrieben. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommt jetzt hier ein netter Zollbeamter, der uns hier so ein bisschen durchführt und uns das Ganze erklärt. Ich habe es schon mal gemacht, aber wichtig für euch, deswegen gucken wir uns das nochmal zusammen an. Willkommen am Flughafen Parrot Airport. Ihre Reise beginnt jetzt als Sicherheitskraft am Flughafen. Es ist Ihre Verantwortung, die Sicherheit im gesamten Terminal zu gewährleisten, bereit, den Himmel sicher zu halten. Dies ist Ihr Sicherheitsraum. Hier überwachen Sie das gesamte aufgegebene Gepäck, sei es von ankommenden Flügen oder das auf den Abflug wartet. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass keine verbotenen oder illegalen Gegenstände in das Flugzeug oder den Flughafen gelangen. Das ist Ihre Röntgenmaschine. Sie ist das Herz des Raumes und der Ort, an dem Sie die meiste Zeit verbringen werden. Während das Gepäck über das Vorderband läuft, wird es durch diese Maschine geleitet, die Ihnen eine Röntgenansicht des Inhalts aller Passagierstücke bietet. Werfen wir einen genaueren Blick drauf. Hier kommt jetzt ein Gepäckstück. Wie Sie sehen können, werden hauptsächlich drei Farben angezeigt. Orange steht für organische Materialien, grün steht für nicht-organische Materialien und blau steht für Metalle. Sie können X drücken, um jederzeit eine Farblegende anzuzeigen, falls Sie die Erinnerung an die Farbzuordnung benötigen.
Dieser Passagier hat eine ziemlich seltsame Auswahl an Gegenständen gepackt, aber unser Fokus liegt darauf, sie genau zu identifizieren. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was sich hier befindet, um Ihnen eine grobe Vorstellung von den Verfahren zu geben. Der vorgehobene Gegenstand rechts enthält ein leichtes organisches Material. Es ist schwer zu sehen, da die Tasche aus einem ähnlichen Material besteht. Dies ist höchstwahrscheinlich ein Kleidungsstück. Der andere hervorgehobene Gegenstand scheint ein Gürtel zu sein, bestehend aus einem organischen Riemen und einer Metallschnalle. Als nächstes habe ich zwei Gegenstände hervorgehoben. Einer ist eine Sonnenbrille, hergestellt aus Kunststoff mit Metallbefestigung. Der andere ist ein Haarglätter, bestehend aus Kunststoff und Metall. Wir können deutlich das Kabel erkennen, das darum gewickelt ist, sowie die internen Komponenten. Als nächstes haben wir drei verbotene Gegenstände. Das wird übrigens jetzt sehr wichtig, weil die verbotenen immer von den anderen zu erkennen, das ist echt am Anfang nicht einfach. Dafür wird nachher der Trainingsmodus übrigens sehr gut sein. Also ich habe es auch ein bisschen versucht und sicherlich noch nicht alles erwischt, aber das ist ja auch gerade die Spannung an dem Spiel. Von daher am Ende des Tages zu sehen, habe ich jetzt alles, was habe ich vergessen, und dann wird einem auch angezeigt, was hast du vergessen, und du dadurch lernst du eben auch. Also ganz normal, als wenn wir uns hier in der Ausbildung befinden. Machen wir mal weiter. Als nächstes drei verbotene also. Eine Banane Obst, eine Banane, Obst und Gemüse sind verboten. Die befindet sich natürlich hier. Ein Feuerzeug, alle Feuerzeuge und Streichhölzer sind verboten. Hier vorne. Und schließlich eine Machete, alle nicht genehmigten Klingen über 10 cm Länge sind verboten. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Kann man also noch ein bisschen was lernen für unseren nächsten Flug. Also unter 10 cm alles rein ins Gepäck. Nee, sehr vorsichtig sein. Aber ich fand es jetzt trotzdem nicht unspannend. Schließlich haben wir eine nicht identifizierte organische Substanz in dem, was offenbar ein Plastikbeutel ist, entdeckt. Das ist hier unten. Spoiler, es ist Kokain. Aber was, wenn es Mehl wäre und wir kurz davor wären, einen Passagier wegen eines Fehlers festzuhalten? Wir können gleich lernen, wie wir das feststellen können. Aber zuerst, was machen wir mit den nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenständen? Das ist der Beschlagnahmungsbehälter. Nachdem wir die Gegenstände aus dem Gepäck entfernt haben, legen wir sie hier hinein. Nach jedem Flug wird ein Kollege sie zur Verarbeitung abholen. Jetzt zurück zum Kokain. Dies ist ein Substanzscanner. Sie können jeden Gegenstand hineinlegen, die Tür schließen und den Scan-Knopf drücken. Nach einer kurzen Analyse zeigt der Bildschirm an, ob verbotene Substanzen erkannt wurden. In der Mitte des Raumes befindet sich der Gepäckkontrolltisch. Dies ist der Hauptbereich für manuelle Gepäckkontrollen. Finde ich also auch richtig gut gemacht, dass man die Sachen alle einzeln rauslegen kann, sich angucken kann. Also man kommt sich schon wirklich so vor wie wirklich ein Zollbeamter, der das hier kontrolliert. Hier ist unsere Tasche von vorhin. Jetzt geöffnet, können wir den Inhalt deutlich sehen. Jetzt konfiszieren wir diesen nicht strafbaren, aber verbotenen Gegenstände. Als nächstes müssen wir den strafbaren Gegenstand dem Prozess der Markierung befolgen. Angenommen, der Substanzscanner hat bestätigt, dass das Pulver Kokain ist, sollten wir den strafbaren Gegenstand zurück in den Koffer legen und den Deckel schließen, mit dem Koffer interagieren und das Markierungsmenü aufrufen und in diesem Fall Drogen auswählen. Also die Koffer, die wirklich Sachen beinhalten, jetzt nicht nur Drogen, da kommen ja auch andere Sachen, die müssen wir wirklich wieder zurückgeben. Und dann wird natürlich der Herr da draußen, ist aber nicht mehr unser Job, dann quasi natürlich zur Rechenschaft gezogen. Ist ja auch völlig normal. Nachdem wir das Gepäckstück korrekt markiert haben, können wir es zum Regal für markiertes Gepäck bringen. Strafbare Gegenstände erfordern mehr als nur eine einfache Beschlagnahmung und müssen von den zuständigen Behörden verarbeitet werden. Das ist das, was ich gerade sagte. Und schließlich, sobald Sie sich sicher sind, dass Sie das Gepäckstück korrekt markiert haben und bereit sind, es weiterverarbeiten zu lassen, müssen Sie diesen Knopf drücken. Dies wird einen Kollegen signalisieren, die Tasche für weitere Untersuchungen mitzunehmen. Der ist also dann hier vorne raus. Als nächstes Station der Roomtour haben wir Ihren Computer. Hier enthalten Sie wichtige spielbezogene E-Mails sowie die Möglichkeit zu überprüfen, ob Passagiere Genehmigungen für bestimmte Gegenstände haben, hauptsächlich Feuerwaffen und große Klingen. Für weitere Details zum Genehmigungen konsultieren Sie Ihr Verfahrenshandbuch, indem Sie Tab drücken. Auch sehr nice gemacht, also mit der Tab-Taste kommt ihr quasi in so eine Art, ja, Buch, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, also ne, wenn ihr euch nicht sicher seid. Auch das, was die ganzen Farben vorhin anging, war vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall gut. Dies ist die Informationsbildschirm. Wenn Flüge landen und starten, informiert sie dieser Bildschirm über die verbleibende Zeit bis zur Ankunft, zum Abflug, die Flugnummer, etwaige Verspätungen und Anzahl der Passagiere. Es wird Sie auch benachrichtigen, wenn bekannt ist, dass ein Passagier zuvor verbotene Gegenstände an Bord gebracht hat. Aber genug mit den Erklärungen. Jetzt heißt es Learning by Doing. Die Tasten kennen wir alle ganz normal.
Sie müssen sich noch keine Gedanken über den Flug machen, also über die Steuerung des Förderbands. Wir müssen uns innerhalb der markierten Bereichs aufhalten, um das Förderband zu steuern. Der Bereich ist mit den gelben Markierungen auf dem Boden vor der Röntgenmaschine gekennzeichnet. Das Förderband nach links und rechts bewegen können wir mit Q und E. Wenn Sie möchten, dass das Förderband automatisch in eine Richtung geht, dann eben Shift und die jeweilige Taste drücken. Sie können anhalten, indem man ebenfalls Q oder E drückt. Am Anfang ist sie nämlich recht schnell unterwegs. Es ist wichtig zu beachten, dass das Förderband automatisch startet, wenn ein neuer Flug ankommt oder abfliegt. Aber wenn ich denke, dass Sie nicht bereit sind, werde ich das Förderband für Sie automatisch anhalten, aber nur für den ersten Koffer. Aber fürs Erste sind das die Grundlagen zum Bewegen des Bandes. Bevor wir den ersten Testkoffer reinbringen, sollten Sie sich mit den Listen der verbotenen und strafbaren Gegenstände vertraut machen. Dies ist praktisch ein Poster an der Röntgenmaschine angebracht. Die sind da hinten, sehen wir gleich. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ranzoomen kann man also mit der rechten Maustaste, überspringe ich mal ein bisschen. Und jetzt sollen wir die zwei Testtaschen reinholen, die da gebracht werden. Hier wird noch mal ein bisschen mitgeholfen. Das erste Gepäckstück wird zwei verbotene Gegenstände und eine Schusswaffe enthalten. Sie müssen die zwei verbotenen Gegenstände konfiszieren und so weiter. Ich mache hier mal ein bisschen schneller, weil diese Demo-Version läuft weiter. Wir gucken uns nämlich jetzt die Koffer einfach mal zusammen an. Das habe ich ja schon gemacht. Jetzt wird übrigens links auch uns ein bisschen gezeigt, was wir machen müssen. Das sind die Tutorial-Ziele. Also von daher kommen jetzt hier oben, sehen wir in 2, 1, 0, kommen diese beiden Testkoffer rein. Da sind sie schon. Wir interagieren natürlich hier mit dem Teil. Und anhalten, hatten wir gesehen, können wir mit Q und mit E. Das habe ich jetzt automatisch gemacht. Und jetzt sehen wir drin, was da alles drin ist. Wir können mit H übrigens auch jederzeit hier diese Tutorial-Ziele ausblenden. Und was ja gerade noch gesagt wurde, ich gehe jetzt nochmal zurück. Hier steht jetzt zum Beispiel, mit rechts könnt ihr ranzoomen noch ein bisschen. Das ist verboten alles. Ne? Und hier vorne auf der anderen Seite eben sind die strafbaren Gegenstände. Da war ich zuletzt auch, dass ich da mal häufiger rangeguckt habe, weil ich mir ja noch nicht so sicher war. Zum Beispiel, wie viele Mengen Alkohol oder Bargeld über 1000 Euro. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gefunden in der kurzen Testphase. Aber ist ja nicht ganz unwichtig. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir sehen hier so diese Geschichten. Also hier die Schusswaffe ist natürlich klar. Die müssen wir auf jeden Fall kontrollieren. Ja, hier in der Socke oder was das da unten ist. Ich mache es jetzt mal hier, dann seht das besser. Oder dann kann ich es markieren. Das könnte vielleicht auch irgendwie ein Gegenstand sein. Da müssen wir mal reingucken. Ne, Alkohol sieht man hier wahrscheinlich. Ja, also auf jeden Fall sollten wir uns den Koffer angucken. Dann machen wir weiter Q, dass der rausfährt, bis er da hinten ist. Dann kommt auch schon der zweite. Können wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Wichtig ist das einfach nur, dass wir uns den Koffer holen können. Also links drücken, aufheben und dann rüber zu unserem Tisch. Hier können wir den Deckel dann öffnen und dann haben wir schon alles das, was wir haben. Jetzt ist Folgendes zu checken. Einmal haben wir hier zum Beispiel den Alkohol offensichtlich. Ne? Den klickt er einfach mit links an, kann man jetzt auch aufheben und sonst wohin tun. Ne? Ihr könnt ihn aber auch einfach nur untersuchen. Und dann wird euch gezeigt, 1 Liter Alkohol. Okay, haben wir ja vorhin schon ein bisschen gelernt. Mit F kann man den übrigens wieder fallen lassen. Ich versuche den jetzt nochmal anders zu drehen, damit er wieder vernünftig liegt. So, kann man auch mit der Mausrolltaste übrigens machen. 1 Liter ist erlaubt, das ist wahrscheinlich auch nochmal Alkohol, kann man sich aber erstmal nochmal angucken. Ja, auch in Ordnung, 3 Liter Alkohol dürfen Sie haben. Das können wir uns auch mal angucken, ist eine Wasserflasche, an der ist alles in Ordnung. Dann haben wir hier eine Batterie, wahrscheinlich, gucken wir mal. Eine Lithium-Ikonen-Batterie und die legen wir zwar jetzt mal zurück, aber das war ja Thema, diese durften nicht mitgenommen werden. Sind aber nur verboten, nicht strafbar. In dem Fall nehmen wir uns die einfach und tun sie hier in unseren Beschlagnahmungsbehälter. Einfach mit links reinfallen lassen, dann haben wir das geschafft. Was haben wir hier noch? Ein Gürtel. Das sieht mir auch nach Benzin aus wiederum. Scheint eine Dose Feuerbenzin zu sein. Übrigens nebenbei machen wir immer wieder Level und kriegen auch Geld dafür teilweise. Also da kriegt man immer wieder mal, wenn man was in die Hand nimmt oder sonst wie richtig macht, bekommt man das. Also Thema Feuerzeugbenzin war auch Thema, dass wir das nicht mitnehmen dürfen. Entflammbare Flüssigkeiten zum Beispiel ist ja schon nicht erlaubt. Farben, Lösungsmittel, wie auch immer. Das ist aber, fällt auch auf jeden Fall darunter, ist aber nicht strafbar. Also ebenfalls hier in unseren schönen Beschlagnahmenbehälter. Dann müssen wir uns die Waffe natürlich auch mal angucken. Das ist eine gute Frage. Das wurde mir vorhin eigentlich gesagt, dass wir das, ich lasse die Waffe nochmal kurz raus, dass wir da für das Etikett gucken müssen. Wir gucken erstmal das Teil nochmal eben kurz an. Eine Feuchtigkeitscreme ist aber alles in Ordnung, darf man mitnehmen. Aber die Waffe, die nehmen wir uns jetzt mal eben kurz hier raus und können auch also rein theoretisch auch noch hier drunter gucken. Schau mal, da kommt auch noch was. Also teilweise können wir, das ist ein Notizbuch, ne? Dann ist es hier aber noch Kleidung. Ja, wenn wir es wollen, können wir es wieder ordentlich reintun. Vielleicht ist hier noch irgendwas in den Socken. Wir hatten ja vorhin auch irgendwo
vermutet, dass da Drogen waren. Ne? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal die Waffe, beziehungsweise das, was uns mir vorhin gezeigt wurde, ist das Etikett hier. Ne? Das könnt ihr eigentlich scannen. Jetzt frage ich mich gerade, warum das nicht geht. Da, Etikett überprüfen. Da sehen wir jetzt, das ist von Silvia Garcia, diese Dame. Und dafür gehen wir jetzt mal an den PC, denn da konnten wir jetzt schauen nach den Passagieren. Hier ist Silvia Garcia und sie hat eine Genehmigung für Firearm. Ja, da habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Man kann also auch sehen, aus welchem Flug sie kommt, finde ich auch ganz spannend. Ist das jetzt eine Firearm oder was ist das? Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es vorhin gemacht habe. Wir untersuchen das Ding mal, wie das jetzt genau heißt. Es ist eine Schusswaffe. Sie sieht echt aus und fühlt sich auch so an. Okay. Und wo wir vorhin gelesen haben, wir dürfen Schusswaffen sind verboten. Da Munition und Schusswaffen, aber eben nur nicht zugelassene. Ja, sie hatte jetzt eine feierabende Genehmigung. Ich gehe jetzt mal von aus, und das machen wir einfach mal so, dass das die Genehmigung war. Ja, ich tue es wieder damit rein und dann haben wir alles soweit konfiziert. Mir war jetzt nur noch eine Sache wichtig. Und dafür legen wir den jetzt nochmal hier drauf. Das könnt ihr nämlich auch machen. Wir können nämlich jetzt hier rangehen und das Ganze natürlich wieder nach da scrollen, um uns den Koffer nochmal anzugucken. War jetzt irgendwas, was wir jetzt übersehen hatten? Achso, nee, das war hier nur dieses Mikro. Okay, das Mikro oder dieses Objektiv unten. Ne, das war in Ordnung. Also von daher können wir das weitergeben. Das war, glaube ich, in Ordnung. Kriegen wir aber gleich mit. Weil das ist nämlich jetzt zum Beispiel, wir haben den Koffer jetzt gecheckt. Der wird dann gleich nachher da rausgehen. Wir schauen uns jetzt den zweiten Koffer an. So, und da ist es schon mal sehr auffällig hier vorne. Ich gehe nochmal raus, damit ich es zeigen kann. Hier, das wird irgendwas sein. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Und hier oben hat was mit Stecker und so weiter zu tun. Ne? Aber okay, wir werden uns das mal angucken. Scrollen das nochmal hier rüber. Dann geht der Koffer schon fast raus. Und wir holen uns diesen Koffer mal zur Seite. Dann machen wir auch wieder offen. So, und wir hatten, glaube ich, hier in der Socke. Einmal kurz untersuchen. Das ist nur ein paar Socken, ja. Aber das spoilere ich jetzt mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Seife war. Also, wir nehmen die Seife mal und gehen jetzt rüber zu unserem Scanner. Den nehmen wir nämlich dann auf, machen wir auf und legen die Seife hinein. Ihr könnt alles da reintun, was ihr scannen wollt. Wir gehen jetzt hier oben auf Scannen. Und auch der liebe Herr Kollege hat uns ja schon gesagt, dass im zweiten Koffer auf jeden Fall Drogen drin sind. Und wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass es in der Seife war. Und das wird uns jetzt hier angezeigt. Richtig, Substanz erkannt, Heroin. Scan abgeschlossen. Wunderbar. Dann nehmen wir das jetzt wieder mit raus. Und wenn sowas Verbotenes oder Strafbares ist, haben wir ja gelernt, kommt das wieder hier rein und der Kunde wird sich gleich gecasht. Hier haben wir noch eine, was ist das? Eine Spielkonsole. Und ansonsten war, glaube ich, nichts mehr Auffälliges. Kann man nochmal drunter gucken. Was war das hier noch? Kurz gucken. Das ist eine Flasche Shampoo. Damit ist ja sowieso alles in Ordnung. Das ist auch okay. Und das war jetzt hier nur Sonnencreme. Auch das ist in Ordnung. Gut, dann machen wir das Ganze wieder zu, werden das markieren, wie gesagt, und sagen, hier waren jetzt Drogen drin. Wird das hier oben auch angezeigt? Wir nehmen uns den Koffer wieder und geben ihn hier rüber ins markierte Gepäck und drücken diese Taste. Dann wird ein Kollege sich das abholen, beziehungsweise ist schon abgeholt und damit ist alles in Ordnung. So, dann gehen wir das Laufband jetzt nochmal ein bisschen weiter. Und der Tag ist damit jetzt erstmal beendet. Sonst endet er um 18 Uhr. Das hat jetzt eben damit zu tun, dass wir die beiden Koffer fertig gemacht haben. Und jetzt können wir die Leertaste drücken und dann kriegen wir unsere Zusammenfassung. Wir haben 95% erreicht. Ne, du hast insgesamt 305 Punkte erhalten. Richtig konfisziert waren es zwei Artikel. Richtig markiert war die Tasche mit dem strafbaren Inhalt. Und dann ein Gepäckstück mit weniger Artikeln als ursprünglich vorhanden. Okay. Dann hatte ich wahrscheinlich irgendwas rausgeschmissen, was ich nicht rausschmeißen durfte. Also habe ich eine Sache nicht zurückgelegt. Okay, dann war das wahrscheinlich so. In dem Fall war irgendwas falsch. Das wurde uns jetzt nicht angezeigt. Ich kann euch sagen, dass wir nachher das auch angezeigt bekommen, wenn wir irgendwas vergessen hatten. Das auf jeden Fall. Also das andere, was zu weit ist, habe ich dann eben nicht richtig gesehen. Okay, gut. Dann, wir haben noch eine halbe Stunde. Jetzt wird es nämlich richtig interessant. Jetzt ist Zeit für den ersten richtigen Flug. Und das mache ich jetzt auch mal ein bisschen schneller. Nämlich, wir sollen dann einmal am Computer gehen und nach E-Mails gucken. Da kriegt ihr nämlich jeden Tag auch E-Mails oder können sein, dass ihr jeden Tag E-Mails bekommt. Hier steht jetzt nochmal drauf: Willkommen, Parrot, wir begrüßen dich. Und dann wird hier nochmal so kurz erst erklärt, was man so machen muss. Ist also keine Mail, die jetzt wahnsinnig wichtig ist. Aber ich habe schon eine Mail bekommen, dass am heutigen Tage zum Beispiel statt 3 Liter Alkohol nur 1 Liter erlaubt waren. Das war in dem Fall mit den Zigaretten. Also von daher
ist es auf jeden Fall möglich, dass sich sowas, was hier steht, jetzt ändert. Also immer mal drauf gucken, ist auf jeden Fall auch nice. Jetzt sehen wir hier oben, der nächste Abflug, der ist verspätet, kommt in 1 Minute 15. Wir könnten da jetzt auch F drauf drücken, dann geht es schneller. Ich kann euch aber kurz in der Minute auch noch zeigen, ihr könnt zum Beispiel auch die Tafel hier benutzen, könnt ihr draufschreiben. Ihr könnt, wenn ich jetzt gut schreiben könnte, auch zum Beispiel sagen, einmal Tabak oder so, wenn ich mir das merken will. Aber ihr seht, das mit dem Schreiben ist nicht ganz so leicht. Könnt die Tafel aber auch hier löschen oder das Radiergummi nehmen, ist also ganz auch interessant gemacht. Hier haben wir auch nochmal so einen Unterschiedstisch, ne? Lernen Sie Nachahmung richtig zu erkennen. Hier, das ist eine Wiedererkehrung, wenn da irgendwie ein Backstück nochmal wiederkommen soll, dann wird das kommen. Und in der Minute kann ich euch auch mal kurz mit dem Tab-Menü, ne, wo war das? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Tab-Menü war ja dieses Teil hier, aber eigentlich wollte ich noch woanders hin. Wir haben ja hier auch so einen Shop, ne? Das wollte ich euch noch zeigen. Da könnt ihr also auch Röntgenmaschinen kaufen, ihr könnt Sprinten erkaufen. Es gibt auch noch ein Quiz, das habe ich noch gar nicht gemacht, habe ich mich jetzt zeitlich nicht getraut, nicht, dass es zu lange dauert. Also kann man sich später mal angucken. Das kann man auch machen. Allerdings wollte ich jetzt eigentlich noch eine andere Sache machen. Das war doch gar nicht Tab. Ah ja, das war mit Escape, genau. Da gibt es nämlich auch noch einen Baumodus. Ja, in dem Baumodus könnt ihr dann im Prinzip, wenn ihr den zum ersten Mal betretet, dann seid ihr quasi, könnt ihr aus dem Shop irgendwas bauen. Ne, genau, dann könnt ihr mit Tab dann nämlich was bauen. So war das. Eben einen Kaktus kaufen, einen Kürbis kaufen, neue Arbeitsflächen kaufen oder aber noch viele andere Dinge, die erst in der Vollversion kommen. Ja, kann man hier oben auch sortieren und so weiter. Und dann ist man im Baumodus. Rauskommen tut ihr übrigens wieder über Escape und dann Baumodus verlassen. Dann seid ihr wieder im Normalmodus. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Gut, hat das Spiel halt also viel zu bieten, finde ich. Also viele verschiedene Geschichten. Man muss sich hochleveln, man muss Geld verdienen, damit man sich was anderes leisten kann. Hat also seine Ziele, die ich ja immer so liebe. Und wie gesagt, hier auch Demo-Ziele. 15 Taschen sollen wir bearbeiten. 10 Gegenstände erfolgreich konfiszieren. 30 Gegenstände überhaupt entdecken. 10 Sachen scannen. Und 5 Taschen korrekt kennzeichnen. So, das Geräusch heißt, es geht los. Es kommen die ersten Koffer rein. Da geht's los. Da müssen wir uns mal hier hinstellen. Und am Anfang können wir das alles gar nicht so schnell sehen. Deswegen halten wir das Ganze mal an. Wir sehen jetzt hier nichts Auffälliges. Ganz normale Kleidung, würde ich jetzt nichts drunter erkennen. Wo konnte man nochmal dieses Zeug einblenden? Das ging auch nochmal irgendwo. Hatte ich vorhin, glaube ich, gesagt, ne? Wegen den organischen, wegen den Farben. Auf jeden Fall über Tab könnt ihr das sehen. Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen, hier, ne? Also orange war so Kleidung, Lebensmittel, Papierprodukte, Lederwaren, Gummi, ne? In grün sind die meisten Kunststoffe, die Spielzeuge, Flaschen und so weiter. Und blau war jetzt hier Schmuck, Werkzeuge, Elektronik, Schlüssel. Ne? Also von daher, da müsst ihr so ein bisschen unterscheiden, da kriegt man nachher die Erfahrung. Also hier haben wir ja jetzt gesehen, ich gehe mal wieder raus, alles orange, also von daher war für mich jetzt nichts dabei. Also geben wir das Ganze erstmal weiter. Nächster Koffer. So, was haben wir denn hier? Das ist Elektronik hier so. Ja, ist für mich jetzt auch nichts Auffälliges, das da vorne, ich gehe nochmal kurz raus, das hier wird eine Pinzette sein. Die hatte ich auch schon mal. Das sind Elektronikgeräte. Ja, das wird wieder irgendwas. Ja, wir können uns das mal kurz angucken. Das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Wir gehen mal rüber und schauen uns mal die linke Seite an der Brille an. Lass das dann immer auf diesem Koffer. Da wird es gleich spannend. Da gibt es dann direkt was für Menschen, für Erwachsene. So. Also gucken wir mal kurz rein. Hier, das hier. Das Ass war nur eine Krawatte. Ne? Was war das hier? Das ist wahrscheinlich ein Parfum. Ja, Parfum ist auch alles erlaubt. Das ist ein Stecker, der ist erlaubt. Das Tablet ist erlaubt. Was hatte ich denn? Irgendwas hatte ich übersehen. Also ein Tablet. Ah nee, ein Tablet ist eben nicht erlaubt, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz. Muss man die Tablets nicht immer im Handgepäck nehmen? Ich meine, das war doch so, ne? Weil die haben ja auch diese... Ach, Powerbank. Guck mal hier, das war das, was ich vorhin übersehen hatte. Tablet war anscheinend okay. Aber ich hatte vorhin mal eine Powerbank vergessen. Na gut, wird uns ja gleich angezeigt, ne? Also von daher, ich meine zwar grundsätzlich, dass man das ins Handgepäck tun muss und dann auch auspacken, aber kann ich mich jetzt auch täuschen. Also von daher, gucken wir mal. Also hier, das kann man alles hier rausnehmen, aber da ist nur noch Unterhose. Da ist die Pinzette, die ich vorhin meinte. Na, also die ist definitiv eine Pinzette, ja, die ist auch erlaubt. Und eine Stange Batterien sag ich schon, Tabak, auch das ist erlaubt. Also hier war jetzt nichts dabei. Können wir wieder zumachen und dann wieder drauflegen und weitermachen wir. Und hier, ja, das gucken wir uns mal an, damit ihr das auch mal gesehen habt. Das eine, was ein bisschen seltsam aussieht. Uiuiui, hier ist aber gleich schon eine große Kontrolle notwendig. Wir nehmen uns den mal. Da
Da ist nämlich dieses Erwachsenenspielzeug zu sehen. So, hier. Ne, das können wir auch mal scannen. Ne? Es scheint ein Erwachsenenspielzeug zu sein. Ja, ich gehe auch mal ganz stark von aus. Ist aber nicht verboten. Also von daher alles gut. Hier drunter liegt da noch irgendwas. Nee, das war, sah alles nach Kleidung aus. Also Deckel zu. Und wieder aufs Band. So, bei dem nächsten habe ich schon uiuiui gesagt, weil hier so ein paar Flaschen sind. Da wäre natürlich jetzt mal zu checken. Wobei, trotzdem mal eben kurz nochmal auf andere Dinge gucken. Ist eigentlich nur die Flaschen, die wir kontrollieren müssen. Ja, weil wie viel Alkohol ist das denn? Es dürfen ja 3 Liter Alkohol, genau, 3 Liter maximal drin sein. Also, reinkicken. Deckel öffnen. Uiuiui. Das sind, glaube ich, schon zu viele, es sei denn, es ist irgendeine Wasserflasche. Das müssen wir aber alles uns... Warte mal. 1 Liter Alkohol wird schon gezeigt. Die hatten wir noch nicht geprüft. Denn wenn ihr das schon mal geprüft habt, dann wird das anscheinend gleichzeitig angezeigt. Liter 1, 2, 3. Und wenn das auch Alkohol ist... Jawohl. Dann haben wir nämlich jetzt hier einen Koffer entdeckt und das ist jetzt in dem Fall sogar strafbar. Ne? Also, wir dürfen nur 3 Liter Alkohol dabei haben und der hat schon 4 Liter da drin. Der Rest ist aber soweit okay. Also, was machen wir damit? Wir markieren das Ganze und können jetzt hier sagen, überschüssiger Alkohol. Dann ist auch so ein Zeichen hier drüber. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Und dann geht das hier rein und dann wird das vom Kollegen weitergearbeitet. Und der Kollege und der Kunde oder Fahrgast, Fluggast, muss dann wohl mal eine Strafe bezahlen. Gut, was haben wir hier? Da sind zwar auch Flaschen, aber das ist, kann er besser so, euch so zeigen, was ich meine. Das wird Sonnencreme sein, das kann Alkohol sein und das ist eine Wasserflasche, Parfüm. Na, bin ich jetzt der Meinung, ist jetzt nichts Spannendes. Können wir, glaube ich, durchjagen. Was haben wir hier? Das sieht aus unten wie so ein Gamepad. Was das da allerdings ist, wüsste ich jetzt nicht. Das könnte auch Benzin sein oder so, ne? Also, den werden wir uns mal angucken. So, mehr ist es schon nicht bei dem Flug, aber den letzten Koffer müssen wir nochmal checken. Achso, das ist ein Kameraobjektiv wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, das ist nachher die Erfahrung, die man hat. Was war das hier? Ach, eine Kamera, ne? Dann sieht man es genau, eine Spiegelreflex, ja, ist ja auch nicht verboten. War da drunter noch irgendwas? Ja, guck mal, da haben wir doch noch was. Denn das ist, glaube ich, eine E-Zigarette, ja. Und E-Zigaretten waren auf jeden Fall verboten, das heißt, es ist zu konfiszieren. Das kommt dann eben hier rein. Was ist daneben noch? Das gucken wir uns auch mal an. Ein Deo-Roller, naja, der ist erlaubt. Wobei, was ich mich bei den Roller und so weiter frage, Roller, hier steht einmal nicht kosmetische Aerosole. Also insofern, weiß ich nicht, ob das dann dabei steht, aber zu kontrollieren wäre das dann auf jeden Fall. Guck mal, einen netten Hut hat sie noch dabei, wahrscheinlich die Dame. Naja, kann auch der Herr tragen. Aber ansonsten war hier nichts zu sehen. Dann ist das alles okay. Wir geben das weiter und machen das einmal rüber. Können wir das auch nur mit Kuh machen? Ja, wenn ihr dann in der Nähe da seid, könnt ihr auch nur Kuh machen. Dann ist das Thema erledigt. Dann kommt nämlich schon der nächste Flug rein. Das ist nämlich ein Ankunftsflug in 24 Sekunden. Und ihr seht hier, die Sachen sollten eigentlich weg sein. Stand da vorhin, nach jedem Flug wird das gemacht. Aber gut, ist ja nicht so wild. Also ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind für die Kontrolle da. Sind neue Mails reingekommen? Ich weiß gar nicht, wie häufig das passiert. Während ihr übrigens am Computer ist, ist die Zeit angehalten. Also eure Tageszeit. Ne? Und auch zum Beispiel die Demo sehe ich gerade. Aber ist nichts Neues. Alles gut. Dann kommt jetzt der nächste Flug. Also ich finde es irgendwo spannend. Wahrscheinlich ist auch kein Spiel, was uns 12 Folgen lang beschäftigt. Aber man kann leveln und man kriegt so seine Erfahrung. Ne? Also ich finde das auf jeden Fall auch grafisch richtig gut gemacht. Muss ich echt sagen. So. Oh, da ist eine Schusswaffe. Ja, die müssen wir ja auf jeden Fall kontrollieren. Und das Messer. Achso, ich gucke nochmal. Ich bin immer so schnell. Ne? Ich denke immer, das ist okay. Da ist aber auch ein Messer. Da ist die Frage nach der Klingenlänge. Also wir haben ja hier vielleicht nicht nur eine Sache da drin, deswegen nochmal komplett auf den Koffer gucken. Den gucken wir uns gleich an, aber den müssen wir rausziehen. So, Deckel öffnen. Dann haben wir jetzt hier eine Waffe, die wir uns mal anschauen. Das ist, scheint eine Schusswaffe, sieht echt aus und fühlt sich auch so an, okay. Da war aber noch irgendwo was, haben wir gerade gesehen, ne? Wir legen die Sache mal hier raus. Da, das Ding. Ist das eine... Scheint eine Patrone zu sein. Sollte das scannen, um sicher zu sein. Okay, dann nehmen wir das mal.
tun es in unseren Scanner. Und dann schauen wir mal, was dazu gesagt wird. Kann natürlich auch so eine Spielzeuggeschichte sein. Also mit solchen Dingen muss man sich natürlich auch beschäftigen als Zollbeamter. Und muss auch gucken, ob das richtig oder nicht richtig ist. Erkannte Substanz Schwarzpulver. Scan abgeschlossen. Ja, Schwarzpulver bedeutet definitiv nicht erlaubt. Die Frage ist, ob sogar verboten. Da muss ich jetzt auch nochmal drauf fahren. Ja, Munition, Sprengstoff, also Munition auf jeden Fall verboten. Deswegen kommt das Ganze wieder rein. Zu der Knarre müssen wir jetzt, wie gesagt, das Etikett uns mal anschauen. Das ist Donna Jackson. Die müssen wir jetzt mal prüfen, ob die denn eine Genehmigung hatte. Passagiere Donna Jackson. Keine Genehmigung erteilt für irgendwas, also auch das ist strafbar. Natürlich die Frage, ob man das jetzt doppelt markieren kann. Ansonsten ist aber hier alles okay, eine Brille und so weiter darfst du. Okay, dann haben wir jetzt zwei Vergehen hier gefunden. Nämlich die Waffe an sich. Deckel schließen und die Munition. Ich gucke jetzt mal, was wir machen können. Munition ist eine Sache und nicht genehmigte Waffe. Ne? Ich mache das jetzt mal mit der Waffe, aber die Munition wird ja wohl dann hoffentlich auch erkannt. Ne? Gehe ich mal stark von aus. Auf jeden Fall war die Waffe schon Grund genug, dass wir es hier rausjagen. So, gut. Next one, please. Was sehen wir denn hier? Ah, da ist auch ein Messer, glaube ich, zu erkennen. Also hier. Das sieht irgendwo, da ist das irgendwas mit Elektronik. Kann aber natürlich dann auch so eine E-Zigarette sein, die auch nicht erlaubt ist. Hier, das ist wieder fraglich objektiv. Und was ist das da oben? Das Rote über die Schuhe. Ja, sollten wir uns angucken. Wir machen also mit Q weiter. Holen uns den Koffer dann mal da raus. Upsala, da wollte ich jetzt nicht hin. Bin ja schon draußen. Übrigens kein Koffer, sondern hier eine schöne Reisetasche. Also auch ein bisschen Unterschied, ne? Öffnen. So, einmal war hier unter den Schuhen irgendwas. Das ist einmal Alkohol. Das ist wahrscheinlich nur ein Notizblock. Ja, das ist ja alles erlaubt. Ein Buch. Unter den Schlappen vielleicht. Irgendwo war doch was, was uns... Na, da unten, genau. Was haben wir hier? Elektronische Zahnbürste. Gut, die darf mitgeführt werden. Und was ist das? Eine E-Zigarette, da haben wir das schon. So, und die E-Zigarette, auch da bin ich nochmal, ist verboten, muss nur rausgenommen werden. Dann machen wir das. So, darunter liegt wahrscheinlich nur ein Buch. Da war nichts mehr zu erkennen. Nee, dann war das auch alles okay, ja. Ach, guck mal, da ist noch eine Packung Zigaretten, siehst du? So kann es gehen, aber eine Packung ist erlaubt. Bis zu 3 Stangen sind erstmal erlaubt, heute. Aber durch die E-Mails kann jeden Tag anders laufen. So, Deckel schließen und raus mit dir. So, dann sind wir damit auch schon durch. Wir hatten 6 Passagiere, dementsprechend 6 Koffer wahrscheinlich. Also der Flug ist durch. Dann keine bekannte Drohung durch Passagiere, wurde uns auch noch angezeigt. Der ankommende Flug übrigens RCE, Redwood Central International. Die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt auf den nächsten warten? Du hast die Umkehr für das erreicht. Okay. Heißt das? Sollten wir nicht den nächsten Flug jetzt kommen? Fährt nach links, fährt nach rechts. Eigentlich ist jetzt alles gut. Und es sollte ein neuer Flug kommen. Vielleicht kommt er jetzt gleich rein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht kommt auch heute gar keiner mehr. Kann ja auch sein. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Radio hat man übrigens auch hier, kann man auch anmachen. Aber ist ja immer so ein bisschen das Problem. Guck mal, was wir hier sonst noch haben, ob wir noch E-Mails haben. Nee, das war nur die normale. Kann man übrigens auch löschen. Papierkorb haben wir aber auch, also auch das gut gemacht. Das Quiz machen wir jetzt nicht. Das könnt ihr euch gerne natürlich anschauen, wenn euch das interessiert. Ich würde sagen, kann man vielleicht ein bisschen Geld mit verdienen. Mich wundert jetzt nur, warum es hier nicht weitergeht. Kann man da eigentlich auch drauf drücken? Nee, kann man nicht. Die Zeit läuft weiter. Stau beseitigen kann man auch. Naja, vielleicht kommt heute einfach nichts weiteres. Das mit der Umkehrmaschine hat mich jetzt nur gerade ein bisschen irritiert. Ich kann natürlich jetzt hier nach links fahren, nach rechts fahren. Umkehr 01. Ah, vielleicht habe ich es falsch rumgeschickt. Das kann natürlich sein. Ich mache das jetzt mal nach hier. Da oben steht ja die Umkehrgrenze.
Ah ja, guck mal. Da war was Falsches. Aber das ist doch die. Nee, das ist doch die Geschichte, die wir hatten. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, den hatten wir auch. Ja, das ist die, die wir alle hatten. Muss ich doch nach links schicken. Oder? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich das hier jetzt nicht mehr so sehe. Augenblick, was steht hier oben noch immer? Also die nächsten Koffer zum Beispiel hier, den können wir uns mal angucken. Vielleicht erkennen wir es dann daran, ob wir den schon hatten. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Guck mal hier, dann hätten wir die, haben wir die falsche Richtung gewählt. Was ist das nämlich? Ein Taser. Ja, sowas dürfen wir natürlich nicht mitnehmen. Da ist halt die Frage, unter was fällt das jetzt, ne? Ein Taser an sich wird jetzt hier nicht reingehen. Nicht tödliche Waffen sind nur zu konfizieren. Ich weiß nicht, mit so einem Taser könnte man eigentlich jemanden töten, ne? Wenn man zu lange da drauf drückt oder die richtige Stelle erwischt. Also ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen es mal als nicht konfisziert, also als nicht verdrohbar, sondern wir werden es einfach nur beschlagnahmen. Den Taser. So, was ist denn hier sonst noch? Alkohol ist okay. Was ist das? Das ist auf jeden Fall nicht gut. Das ist, glaube ich, Feuerwerkskörper. Genau. Die waren auf jeden Fall strafbar. Weil das ist ja Sprengstoff, oder nicht? Hatte ich nicht irgendein Feuerwerk? Ist auf jeden Fall strafbar. Okay, dann sind wir da schon mal. Müssen wir da agieren? Der Rest ist aber okay. Ich tue jetzt mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte den nochmal auf Seite tun. Ja, da sind nur die beiden Kameras drunter. Ja, okay. Dann Deckel schließen. Markieren. Und Sprengstoff. Nee, Sprengstoff war es ja nicht. Da müsste irgendwie Feuerwerk stehen, bestimmt. Da, Feuerwerkskörper. Zack. Aufheben und raus damit. So, haben wir jetzt hier alles fertig bei dem. Ah, das sieht auch nach einer Zahnbürste aus, das Grüne da oben, ne? Man muss es trotzdem mal angucken. Weil nicht, dass es nachher doch irgendwas anderes ist. Und wir werden dafür verantwortlich gemacht. Wo war das denn? Da, ja, das ist definitiv eine Zahnbürste. Können wir einmal checken. Zahnbürste. Ja, gut, dann geh wieder rein. Alles andere war in Ordnung. Dann würde ich das schon wieder zumachen und rausgeben. So, was war in dieser Tasche noch? Ist das irgendwie ein Deo oder sowas? Oder ist es doch vielleicht eine E-Zigarette? Nehmen wir auch besser mal dran. Schicker Aufkleber. Macht sogar Klack hier. Ich wollte ich mal. Ach, guck mal. Ist das ein USB-Stick oder eine E-Zigarette? Nein, eine E-Zigarette. Und die war ja nicht erlaubt. Also auch raus damit. Sind auch mittlerweile schon bei 110 Punkten. Ihr seht, schafft man ganz gut. Der Rest war aber okay. Raus damit. So, jetzt ist aber definitiv nichts mehr da. So, jetzt sind wir auch am Ende. Und jetzt, achso, das hatte ich noch gar nicht gedrückt. Gut. Der Tag ist nun zu Ende. Okay, dann war es das. Dann können wir nämlich mal schauen, was haben wir alles richtig und was haben wir falsch gemacht. Also 90% haben wir erreicht. Ich scroll mal erstmal nach oben. Wir haben insgesamt 240 Punkte. 8 Gepäckstücke überprüft, 4 Artikel richtig konfisziert, 3 richtig markierte Taschen mit strafbarem Inhalt und eins haben wir übersehen und da können wir jetzt draufklicken, ein Apfel war irgendwo drin. Ah ja, guck mal, Obst und Gemüse, ne? Ein rundes Teil habe ich jetzt nicht erkannt, aber wie ich schon sagte, da lernen wir von. Sehr schön. Gut, dann drücke ich jetzt hier mal auf F, geht das so? Oder muss ich näher ran? Zum Beschleunigen F gedrückt halten, ja, tue ich ja. Vielleicht, nein, tut er auch nicht. Also das mit dem F funktioniert jetzt hier nicht. Was haben wir denn da an Zielen noch? Wir haben 12 von 15 Taschen, 4 Gegenstände, 17 von 30 entdeckte Gegenstände. Ja, das ist einfach nur in die Hand nehmen, ne? Und gucken, was ist. Einen haben wir erst gescannt und 5 Taschen korrekt gekennzeichnet, 3 von 5 richtig gekennzeichnet. Im Baumodus sollen wir was kaufen, ne? Das war ja jetzt, wie gesagt, hier können wir dann auch noch mal ganz kurz reingehen. Was wäre denn möglich, was wir kaufen können?
Für 5 Dollar ein Kaktus oder für 15 ein Kürbis. Holen wir uns mal den Kürbis. Du hast einen Kürbis gekauft. Dein Artikel wurde in dem Postwagen zugestellt. Okay, der ist nämlich hier, Post. Wunderbar. Aufheben. Wir können auch wieder verkaufen. Oder wir setzen uns den einfach nur so hier hin. Aber ihr habt auch gesehen, wir können ja jetzt noch einen weiteren Tisch kaufen, wenn wir das bräuchten, wenn wir uns irgendwie vergrößern wollen oder so. Aber sehr gut. Und wir kaufen ein Upgrade. Ich glaube, das ging hier nicht. Nee, das ging dem anderen. Dann gehen wir mal wieder da raus. Baumodus verlassen. Gehen mal auf den PC und gucken mal ein Upgrade. Da brauchen wir 220 für Sprinten. Haben wir auch gekauft. Sehr schön. Und dann sollen wir Level 5 erreichen. Und da sind wir jetzt auch. Wir sind bei 45 von 180 Punkten, bis wir Level 5 erreicht haben. Schön. Aber ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen. Wir gucken mal, was da noch alles auftauchen kann. So viel gescannt haben wir ja noch so gar nicht. Da fehlen ja auch ein paar Ziele allgemein. Denn wir haben noch gut 11 Minuten für diese Demo-Version, bis sie dann vorbei ist. Warum das hier mit dem F nicht klappt, weiß ich auch nicht. Wo soll ich denn noch hingehen? Noch näher dran? Nein, ist jetzt sowieso vorbei. Auf geht's. Die nächsten Koffer kommen. 2 Flüge haben wir übrigens, 8 Passagiere ist das Thema jetzt hier. Wo kommt der Flug her? Blue Ridge International. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Halt, stopp, zurück. Ohne Schere. Schere im Koffer nicht erlaubt. Und eine Banane sehe ich da auf jeden Fall. Und das andere da unten in der Ecke könnte schon wieder ein Apfel sein, den ich nicht wohl nicht erkannt habe. Also definitiv mal anschauen. Ist ja auf jeden Fall schon Dinge dabei, die falsch sind. So, öffnen. Jawohl, das wird ein Apfel sein. Oder eine Apfelsine? Ein Apfel. Nein, den. Na, das sind 2 Stangen. Zigaretten, aber da hinten ist auch noch eine Zigarette. Ach, das wollte ich gar nicht untersuchen. Ich wollte es in die Hand nehmen. Aufnehmen und weg damit. Was ist jetzt mit der Schere? Die ist nur, ne, damit jemanden verletzen kann irgendwie. Verboten sind die nicht tödliche Waffen. Ist ja auch wieder so eine Sache mit Waffen. Aber 10 cm Klinge. Aber ich bin mir sicher, dass eine Schere, wir untersuchen mal, dass die auf jeden Fall nicht dabei sein darf. Ne? Obwohl, die darf nicht im Handgepäck sein. Ne? Darf man eine Schere mit im Koffer tun? Siehst du, solche Sachen finde ich jetzt auch spannend. Wir lassen die mal drinnen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir zum Tagesabschluss kommen. Aber die Banane natürlich raus. Aber wäre jetzt mal interessant, die im Koffer sein kann oder darf. Bin ich nicht ganz sicher. So, dahinter waren jetzt noch eine Packung Zigaretten. Das war alles okay. Wie gesagt, wir dürfen noch mal ganz kurz gucken. 3 Stangen, glaube ich, ne? Mehr als 20 Packungen, beziehungsweise 2 Stangen. Ne, dann sind wir zum Beispiel, gut, dass ich noch mal geguckt habe, 2 Stangen haben wir, aber die Packung. Also definitiv müssen wir den Koffer weitergeben als, ja, zu viel Tabak, würde ich sagen. Genau um eine Packung. Markiert überschüssiger Tabak. Es tut mir ja leid, lieber Lukas. Aber so nicht. Nicht mit uns. So, was haben wir hier? Oh, das sieht aus nach Batterien hier. Das hier. Und was ist da? Das ist auch eine Flasche, ne? Das hier. Kann ich da auch? Ja, guck mal, da kann man mit rechts übrigens auch ranzoomen. Und da hinten ist auch die Frage, was das hier ist. Das könnte auch, also definitiv anschauen. Respekt übrigens an alle, die den Job machen. Also ich denke, ihr werdet da auch einige Dinge mal, die nicht so schön sind, jeden Tag da bekommen. Das ist natürlich nicht schön. Schaut mal, das ist eine Batterie, da brauche ich schon mal gar nicht raus. Die geht raus. Obwohl, ja. Hier steht ja hier diese Lithium-Ionen. Lose Ersatzakkus, Powerbanks. Ja, doch, muss raus. Das wird Alkohol sein. 1 Liter. Erstmal nichts Ungewöhnliches dran. Was war da drunter? Irgendwas war noch hier drunter. Ah, das sieht wieder nach Shampoo aus, ne? Feuchtigkeitscreme. Da ist kein Problem mit. Was ist das hier? Eine E-Zigarette. Jawohl, die darf auch nicht dabei sein. Auch weg. Wir noch irgendwas. Das sind nur Honorböxen. Ja, der Rest ist in Ordnung. Na. So. So ordentlich wie es war, habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, the next, please. Was haben wir hier? Na, da könnte auch ein Feuerzeug drin sein hier vorne. Das da oben.
Oh, da haben wir schon wieder die nächste Banane. Wir müssen mal gar nichts scannen, so, ne? Kann ich sagen, ich hatte in der Vorbereitung einen kleinen Teddy, da waren dann Drogen drin. So, hier drunter, das ist Alkohol, aber da drunter war doch irgendwo was. Ja, das ist ein Feuerzeug, gehe ich mal von aus. Jawohl. Feuerzeug nicht erlaubt. Muss mich übrigens auf das Spiel verlassen. Wenn solche Dinge doch erlaubt sind, schreibt es mir gerne. Aber laut Spiel soll das alles raus. So, da wollten wir auch nochmal reingucken. Banane auf jeden Fall. Da oben in der Ecke, das weiß ich auch immer nie, was das ist. Das müssen wir mal gucken. Das wird ein Technikgerät sein. Also ich erkenne jetzt nur die Banane. Und das eine gucken wir uns mal an. Na, war ich jetzt zu schnell? Dann klappt es nicht. Ach, wollte ihn aufmachen. So, da oben, ach, das sind Zigaretten. Okay, aber die Banane ist ja schon nicht in Ordnung. Eine Packung Zigaretten ist gut. Haben wir eigentlich in die Mehl geguckt? Fällt mir gerade ein. Nein, ne? Aber es ist keine Mehl drin. Wie gesagt, kann immer passieren, dass am heutigen Tage so und so viel erlaubt ist. Das wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass das in der Realität so gemacht wird. Heute dürfen Sie eine Schusswaffe mitnehmen. So, was haben wir hier nochmal? Kurz reingucken. Oh, da sind auf jeden Fall Drogen. Schaut mal. Also das da unten, das ist nicht ganz so schön. Das müssen wir uns angucken. Das wird nur eine Zahnbürste sein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das da unten auf jeden Fall wäre nochmal zu prüfen. So. Netter kleiner Koffer aus den 70ern. So, das ist ein Stück Seife wieder. Da war ja vorhin auch schon mal was drin. Können wir natürlich auch scannen. Ah, nee, das war das ja auch, ne? Das war ja auch in der Seife. Dann mal rein damit. Wie vorhin schon mal gesagt, kann natürlich auch nur Mehl sein. Aber das glaube ich jetzt mal nicht. So, Scan-Modus aktiviert. Kokain. Ich brech zusammen. Dann... Freundchen oder Fräuleinchen. Ist das so oder so schon mal richtig? Aber hier kann er trotzdem, das war wirklich die Zahnbürste. Also insofern, darunter liegt auch nichts mehr. Aufräumen kannst du selbst. Aber das müssen wir markieren. Das sind auf jeden Fall Drogen. Zack. So, der Next, please, den hatten wir noch gar nicht richtig gesehen. Was ist hier? Ah, das sieht wieder nach einer Batterie aus. Und was ist das da oben? Das wollte ich gar nicht, wollte näher ran. Und hier, das hier wäre nochmal eine Frage. Das sieht aber, könnte irgendwas... Und das sind alles Zigaretten. Ach, jetzt erkenne ich das auch. Das sind die Zigaretten von oben. Da sind aber eine Stange und drei Pakete. Das wird okay sein. Allerdings haben wir ja jetzt noch das Problem, das andere mal eben zu checken. Ist unser letzter Koffer, denn wir haben ja nur noch 3 Minuten. Also hier haben wir 8,2 Stangen und hier sind 3 Pakete. Ne, das ist auch mit 3 Stangen. Da ist viel zu viel. Viel zu viel von den Zigaretten. Auf jeden Fall nicht erlaubt. Aber irgendwie wollte ich hier unten noch drunter gucken. Was ist denn das da? Eine E-Zigarette, ja, siehst du. Auch das müssen wir ja rausnehmen. Also das wäre ja dann auch ein Fehler, wenn wir zwar die richtigen Zigaretten erkennen, aber die E-Zigarette drin lassen. Also von daher ist das ja auch unser Job, das rauszusuchen. Darunter war aber nichts. Alles gut. Ja, dann müssen wir das auch wieder markieren und als überschüssiger Tabak zum Kollegen geben. Sehr schön. Gut, das ist aber auch das letzte Gepäck. Schon kommt 2,48 haben wir noch. Was haben wir denn hier noch drin? Mal kurz zurück. Ah, da sind nochmal Drogen in der Seife auf jeden Fall. Alkohol ist die Frage, ob wir das können oder nicht können. Ach, da kommt noch ein Koffer. Und noch eine Banane. In der Seife ist allerdings nichts. Da ist so eine Art Pinzette auch oder Kneifzange. Ja, aber hier waren auf jeden Fall nochmal die Frage nach den Drogen. Man darf nicht zu schnell sein, wie ihr seht. Das war wieder in der Seife, glaube ich, ne? Was ist das denn da eigentlich? Ach so, eine Buchse. Das ist... Sah man nicht dadurch, dass das da drauf liegt. Alkohol sind 2 Liter. Wir dürfen 3. Das ist okay. Ne, da ist alles okay. Aber die Seife wird nochmal gecheckt.
Auch da kann ja vielleicht wieder Mehl drin sein. Cannabis. Ja, Cannabis, wie auch immer. Ja, da bist du schon raus, lieber Fluggast. Netter Versuch. Ist das wirklich so häufig, dass sowas passiert? Was anderes sehe ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt mal nicht. Aber das haben wir ja vorhin gelesen. Manchmal du kannst auch Modus einstellen. Wo ist es? Drogen. Wo das nicht so häufig passiert. Oder eben häufiger. Wie gesagt, finde ich also ganz gut, dass man es machen kann. 1,29 haben wir immer noch. Das ist wirklich das letzte Gepäckstück. Und da mussten wir auf jeden Fall die Banane rausziehen. Und das ist Parfum. Ja, den Rest finde ich okay. Außer die Banane. Komm, vielleicht schaffen wir das noch eben. Und kriegen vielleicht nochmal eine Zusammenfassung. Ah ne, wir haben ja noch einen zweiten Flug, sehe ich gerade. Insofern schaffen wir jetzt nur den Flug. So, Deckel öffnen. Die Banane auf jeden Fall rausnehmen. Das ist klar. Und ja, das ist Seife. Da war diesmal nichts Auffälliges. Das wird nur ein Parfum sein. Ja, alles gut. Der Rest, was ist das? Ein T-Shirt, glaube ich, ne? Auch wieder die kurze Hose. Auf die falle ich immer rein. Aber diesmal liegt sie anders. Okay, gut. Raus damit. Der Rest war okay. Darf rübergehen. Also. Na. Ah, ihr müsst euch in der Nähe des Dings bewegen. Dann könnt ihr das Teil auch rüberschieben. So. Jetzt käme Flug Nummer 2 in 37 Sekunden. Aber wie gesagt, das ist dann im Prinzip jetzt sowieso nicht mehr machbar, weil die Demo-Version vorbei ist. Ja, wie gesagt, kurze Zusammenfassung. Also ich finde es wirklich spannend. Es ist mal ein anderer Simulator. Man muss auf andere Dinge achten, so ein bisschen die Sachen rausziehen. Man lernt noch ein bisschen dabei, wie ich vorhin schon sagte. Ja, muss so ein bisschen das Ganze zuordnen können. Ja, man muss aber auch aufleveln. Auch das ist interessant. Geld verdienen und leveln und hat eben da noch ein paar Ziele. Wie viel haben wir jetzt da erreicht? Zum Beispiel Gegenstände müssen wir noch ein paar entdecken, ne? Aber die 5 Taschen korrekt gekennzeichnet haben wir. Also einiges gemacht. Ja. Und was steht jetzt hier noch? Die Demo abgeschlossen. Ich arbeite hart daran, dieses Projekt zu etwas Besonderem zu machen. Soll im Dezember 24 im Early Access veröffentlicht werden. Wie gesagt, 12.12. ist da das Termin. Ja, und alles andere kennen wir ja so. Und hier nochmal so eine Funktion in der Vollversion. Vielleicht nochmal kurz mehr Gegenstände finden. Also über 200 sind geplant. Mehr Taschenvarianten, also 10 mehr nochmal geplant. 50 Fortschrittslevel zu erreichen. Wir waren gerade noch nicht mal bei 5. Also langer Spielspaß vielleicht garantiert. Kaufe die Upgrades und Raumkosmetik, erweitere Beschlagnahmungs- und Markierungssystem, 20 plus Erfolge, Fahrplan für Early Access Funktionen und was möchtest du hinzufügen? Ja, insgesamt auch, finde ich, sehr gut gemacht, auch dieses, wie man vorher dann an das Spiel rangeleitet wird durch den Kollegen da. Ne, also man hat da wirklich das Gefühl, das Spiel ist jetzt nicht nur, ich bring's mal schnell raus, sondern man hat echt erstmal eine ganze Menge auch reingepackt und versucht zu erklären, zu machen, zu tun. Also auf jeden Fall Daumen hoch für dieses Spiel, also definitiv. Wenn es euch auch gefallen hat, liked es mir gerne oder schreibt es mir auch gerne. Ich persönlich, ja, ich glaube, ich bin geneigt, es zu holen. Also sowas möchte ich dann auch belohnen, wenn es jetzt keine 30 Euro kostet, aber irgendwie ist da der Spielspaß trotzdem noch da, finde ich. Auch das gerne mal rein in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bitte, wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.